Zum Beginn, dass es jetzt losgeht, Christkindl. Es geht um Folgendes. Ich habe das schon 100-mal beobachtet, wenn man einen Christbaum kauft. Ich bin auch immer der bei uns in der Familie, das ist immer der Mann, der einen Christbaum kaufen will. Und da habe ich schon oft so Verkaufsgespräche erlebt und das hat mich immer wieder fasziniert. Und ich habe es einmal erlebt, weil eine Frau einen Christbaum gekauft hat, was nicht häufig ist. So, jetzt war es beim Christbaumhändler und der Händler sagt zu ihr: Grüß Gott, schöne Frau, brauchen wir einfach einen Christbaum? Ja, ich würde gerne einen mitnehmen. Ich habe mich schon auch etwas umgesehen. Sie haben ja schöne Exemplare hier. Nur schöne Frau, nur. Ein Klump kommt mir nicht ins Haus. Wissen Sie, ich finde, zum Weihnachtsfest gehört einfach ein schön geschmückter Baum. Das meine ich auch. Wissen Sie, was ich allebei sage? Ich sage, Weihnachten ohne Christbaum, das ist wie Ostern ohne Ding. Ohne Eier. Genau. Wie Ostern ohne Eier. Stellen Sie sich vor, es ist aus der Sonntag und im ganzen Haus nicht ein Ohr. Das ist doch nichts, da geht doch was ab, da fehlt was. Da ist doch die ganze Stimmung weg ohne Ohr. Das würde ich auch sagen, aber lassen wir Ostern. Mir geht es ja heute um einen Christbaum. Ja, freilich, mein Entschuldigung, Sie wollen ja einen Christbaum und ich fange an mit meinem Eierschmerz. Entschuldigung, dass ich Sie mit meinen Eiern genervt habe. Haben Sie einen schon einen Baum gesehen? Dieser da würde mir sehr gut gefallen, der in der hinteren Reihe, könnte ich den wohl mal von nahe sehen. Ja, freilich, Sepp, hol mal den Baum da hinten. Für die Dame, dann kannst du ihn in Ruhe anschauen. Komm sofort, Chef, Moment. Muss ich den da, gnädige Frau? Ja, diesen. Wenn Sie mir den mal nach vorne bringen könnten. Dann ein Vierer, Sepp. So, Chef, das war er da, das war der. Merci, Sepp. Da, Frau, schauen Sie her. Ist das nicht ein 1A-Baum? Ha, das ist doch ein 1A-Baum. Da haben Sie einer Frau was ganz Feins ausgesucht. Da werden Kinder eine Freude haben. Mama werden sie sagen. 10-9. Ist das ein schöner Baum? Meinen Sie, Sie sind ja schon ganz gespannt, unsere beiden Rabauken. Das glaube ich aufs erste Mal. Ich sage allerweil, ein Kind braucht einen Christbaum. Das ist wichtig für die Entwicklung. Schauen Sie einer doch an, die Kinder, die wo so ohne Christbaum aufgewachsen sind. Oh, die meisten sind gewalttätig. Manche rauchen sogar. Das ist mir neu, dass Christbäume dermaßen wichtig sind für die psychische Entwicklung von Kindern. Das ist Wahrheit, das ist auf RTL gekommen. Ach ja, aber abgesehen davon, was ist denn das für ein Baum? Ja, ein Christbaum. Schon klar, ich meinte, welche Sorte? Sepp, was ist denn das für ein Rast da? Oh, das kann normal bloß ein Ding sein. Ein Tiroler Zwergtanne. Normal ist das ein Tiroler Zwergtanne. Das kann nichts anderes gar nicht sein. Genau, jetzt, was du sagst, Sepp, jetzt fällt es mir wieder rein. Das ist eine Tiroler Zwergtanne, eine typische. Zwergtanne, aber dafür ist sie ziemlich groß. Ja, das stimmt allerdings. Du Sepp, warum ist denn die so groß, wenn es eine Zwergtanne ist? Weil es eine Riesenzwergtanne ist. Genau, das ist eine Riesenzwergtanne. Ne, Frau, das kennt man da dran, weil es ziemlich groß ist. Dass ich das nicht gleich gespannt habe. Sieh, das ist eine super Rasse. Und optisch einwandfrei, auch vom Ausschauen her. Eine Reihe wie die andere, wie geschnitzt. Sepp, sag's, wie geschnitzt. Wie geschnitzt, Chef. Genau. Gestern war eine Tschechin da. Wissen Sie, was die gesagt hat? Wie geschnitzt. Das ist tschechisch, das heißt wie geschnitzt. Darf einer den noch einpacken da? Moment, ich hätte da schon noch einige Fragen. Ja, kein Problem, fragen Sie ruhig, da bin ich ja da dafür. Ist das ein biologischer Baum? Ja, biologisch. Ja, wie meinen Sie jetzt das? Ich meine, ob er biologisch herangezogen wurde. Ja, mein Chef, ich hab noch von da hinführer gezogen. Also direkt biologisch war jetzt das nicht. Sei statt, du bist ein Depp. Die Dame meint doch ganz was anderes. Genau, ich meine, ob er ohne schädliche Umwelteinflüsse wachsen konnte und natürlich gedüngt wurde, biologisch halt. Ja, selbstverständlich, total biologisch. Unsere Bäume sind alle biologisch, gell Sepp? Alle biologisch. Logisch, biologisch, die Bäume sind kerngesund. Schauen Sie einer doch den Baum an, Frau, das ist doch ein Baum wie ein Baum.
Wissen Sie, man hat ja den Baum 2 Wochen im Wohnzimmer stehen. Da sollte man schon sicher sein können, dass keine schädlichen Stoffe an oder in ihm sind. Es ist ja auch wegen der Kinder. Stellen Sie sich vor, da gerät was in den Mund, nicht auszudenken. Ja, was? Fressen die den Baum? Also, Sepp, reiß dich halt ein wenig zusammen. Ich meine noch bloß, Chef, was sagt wegen dem Mund? Nein, natürlich essen die Kinder den Baum nicht auf. Aber es kann ja mal eine Nadel in den Teller fallen oder in das Glas oder so. Ich verstehe schon, so, okay, Frau, der Sepp ist ein Depp. Sie haben vollkommen recht, der Sepp kennt sie ja da nicht aus. Der isst da und trinkt ausschließlich in die Wirtshäuser. Und im Bierzelt, ja genau. Und im Bierzelt. Aber Sie können es sicher sein, Frau. Der Baum ist durch und durch biologisch, total. Ich habe den selber gepflanzt und aufgezogen. Der hat nur Mist gekriegt für freilaufende Kühe. Glückliche Kühe. Sie, die Kühe, die waren glücklich wie die Sau. Ohne Rinderwahnsinn. Und in Trockenperioden regelmäßig ein Wasser. Ein Mineralwasser. Genau, Sepp. Ohne Kohlensäure. Ja, Sepp, jetzt passt schon. Halt dich zurück ein wenig. Und zwischendurch, das ist ein Geheimnis für mich, gnädige Frau, sagen Sie es nicht weiter. Zwischendurch habe ich einmal halbe Weißbier hingeschüttet. Das gibt den Nadeln einen Glanz. Ach was? Hundertprozentig. Aber pst, das ist ein Betriebsgeheimnis, das darf normal keiner wissen. Ich werde es keinem verraten. Dann ist dieser Baum biologisch quasi völlig unbedenklich. Sogar die Motor sagt mit derer, wo es man angeschnitten haben, läuft bleifrei, das sag ich ja jetzt. Und sie hat einen Schalldämpfer, dass der Baum nicht erschlägt, wenn man umschneidet. Der hat einen schönen Tag gehabt. Das meinen Sie aber jetzt nicht ernst, Herr Sepp, oder? Nein, das war ein Schmarrn mit dem Schalldämpfer. Sepp, du aber mit deinen blöden Witze, also. Mei, ich bin ja so. Ich hau einmal gerne einen Witz aus, da bin ich ja so. Und von oben ist der Baum auch unbehandelt? Von oben? Wir von oben? Ja, drüber geflogen sind wir nicht. Nein, ich meine, ob er gespritzt wurde gegen Schädlinge und so. Niemals. Sepp, sag's. Niemals. Bei uns wird nicht gespritzt. Kommt nicht in die Tüte. Schon seit Generationen wird bei uns nicht gespritzt. Das sag ich Ihnen. Und unser Betrieb besteht immerhin schon seit 1997. Genau, und da ist noch nie gespritzt worden. Dann bin ich ja beruhigt, denn Spritzmittel sind Gift für die sensible Haut eines Kindes. Unser Knut ist ohnehin gegen alles allergisch. Da würde ein Christbaum voller Spritzmittel vermutlich eine fatale Wirkung haben. Das glaube ich auch. Da ist das ganze Fest verdorben, wenn das Kind unter dem Baum sitzt und schaut sich in einer Tour. Wie bitte? Schoren, meint der Chef. Schoren. Kratzen auf Hochdeutsch. Wenn sie der Sohn kratzt, das ist ja nichts. Ach so, ja, das wäre kein schönes Fest. Und darum ist es Voraussetzung, dass der Christbaum nicht chemisch behandelt ist. Da können Sie 1000%ig sicher sein. Schädlinge werden bei uns verscheicht, nicht vergift. Schön. Und was soll er kosten? Ja, mei. Normal 80 Euro, darf ich sagen. Aber was Sie sind, sagen wir gerade aus, 78,50. Das ist aber schon ein stolzer Preis. Es ist auch ein stolzer Baum, handgezüchtet. Und außerdem, ich schätze, ich habe dem summa summarum 2 Kasten Weißbier geschickt. Die kosten allein schon 30 Euro. Das muss man auch berücksichtigen, das ist ein Kostenfaktor. Und die Stunden, in denen ich Schädlinge verscheucht habe, oh mei. Auch an die Feiertag, das darf ich gar nicht berechnen. Ich, mei, am Sonntag, wenn die anderen Leute am Frühschoppen sind, stehe ich neben dem Baum. Wenn ich die Stunden berechne, dann kostet der Baum 500 Euro. Ja gut, so gesehen ist der Preis wahrscheinlich gerechtfertigt. Hier sind 78,50, guter Mann, ich nehme den Baum. Dankeschön. Sepp, hilf dir der Frau, trage den Baum zum Auto hin. Alles klar, Chef. Ging es ruhig schon voraus, gnädige Frau. Ich pack den Baum bloß noch zusammen, noch Kimi. Alles klar, bis später. Auf Wiedersehen, tschüssi. Ja, Mensch, Sepp, das war vielleicht der Kurs. Ich hab mir schon gedacht, du nimmst den Baum nimmer. Aber ehrlich, hey, du Meister. Das war vielleicht der letzte Christbaum von der Ukraine. Den, was wir noch gehabt haben. Was hat uns noch einer gekostet? 8 Euro. Da bestellen wir nächstes Jahr 100 mehr. Die gehen weiter, Teufel.